Herzliches Hallo in meinem Ernährungsvortrag zum Thema Gesund zum Wunschgewicht und schlank bleiben. Ich möchte mich gerne vorstellen. Ich bin die Marianne Keller. Ich habe mich zum diplomierten Ernährungscoach und zur ärztlich geprüften Fastenbegleiterin ausbilden lassen. Ich berate seit vielen Jahren mit Herzblut und Leidenschaft Menschen zum Thema Ernährung und gesund abnehmen. Es ist für mich eine Herzensangelegenheit, da ich selber viele Probleme und Knacknüsse mit meiner Ernährung hatte. Ich war lange auf der Suche nach meiner stimmigen Ernährung. Mein Leitsatz ist, du bist, was du isst, oder besser gesagt, was du verdaust. Daraus resultiert nämlich, wie du dich fühlst. Glaube mir, ich bin ein lebendiges Beispiel dafür. Ich hatte Verdauungsprobleme, ich hatte Energiemangel, war gebeutelt mit Allergien und heute bin ich fit wie ein Turnschuh. Und das möchte ich für dich auch erreichen. Was ist dein Warum, dass du hier bist? Möchtest du dich gesünder ernähren? Möchtest du erfolgreich Gewicht verlieren, aber ohne Jojo-Effekt? Möchtest du mehr Energie haben? Dein Immunsystem verbessern? Oder möchtest du dich einfach wieder mal wohl in deiner Haut fühlen? Du bist hier goldrichtig und ich gebe dir ganz viele Tipps an die Hand, welche einfach umzusetzen sind. Spitze also deine Ohren, sei konzentriert und du kannst sehr viel profitieren. Hast du gewusst, dass du der Chef deiner 70 Billionen Zellen bist? Wir stehen täglich vor der Wahl, wie ernähre ich mich? Was füge ich meinem Körper zu? Du wählst meistens dreimal täglich und insgesamt 1100 Mal im Jahr aus, was du deinem Körper an Nährstoffen bieten möchtest. Was du isst, wie schon gesagt, daraus resultiert, wie du dich fühlst, wie viel Energie du hast, wie deine Haut und deine Haare aussehen, auch wie du schläfst. Nahrung ist wesentlich mehr als die enthaltenen Kalorien. Auch der Einfluss, wie viele Entzündungsprozesse im Körper ablaufen, ist relevant. Die Nahrung kann also deine beste Medizin sein. Wenn du abnehmen möchtest, musst du keine Angst haben, dass du dich nun schlank hungern musst. Nein, ich frage dich sogar, isst du genug? Vielleicht isst du zu wenig. Zu wenig nämlich von den Nahrungsbausteinen, die der Körper benötigt. Es ist erwiesen, dass übergewichtige Menschen meistens weniger essen als normalgewichtige. Der Knackpunkt ist, das Richtige zu essen. Unser Körper reagiert auf mangelndes Nahrungsangebot. Hier sind die Nährstoffe gemeint und nicht die Menge. Der Mensch kann seinen Grundumsatz innerhalb von 24 Stunden auf 400 Kalorien senken. Er hält diesen Grundumsatz bis zu 8 Wochen lang aus. Auch wenn wir wieder mehr essen, und das ist der Beginn des berühmten Jojo-Effekts. Wir können relativ lange ohne Nahrung auskommen, aber nicht lange ohne Wasser. Der Körper meint mit Nahrung jedoch die Nährstoffe, die wir ihm zuführen müssen, und mit Fastfood, nein, gelingt dies nicht. Qualität ist hier gemeint. Wenn er hier einen Mangel verspürt, setzt er alles daran, wenigstens Wasser zurückzuhalten, damit sein Mensch nicht auch noch verdurstet. Dieser Schutzmechanismus funktioniert sehr schnell und hat nichts mit viel oder wenig Trinken zu tun. Aus Forschungen an extrem Übergewichtigen weiß man, dass 50%, manchmal sogar mehr, dieses Übergewicht auf Einlagerung von Wasser beruht. Hilfe schafft eine ausreichende Zufuhr von hochwertigen Nährstoffen, allen voran Aminosäuren. Hier habe ich das Ei abgebildet, denn dies ist ein absolut perfektes Nahrungsmittel, das übrigens kein Cholesterin erzeugt. Es liefert dir die 8 essentiellen Aminosäuren auf einen Schlag, die du täglich mit der Nahrung einnehmen musst. Iss also ruhig mehr Eier auf verschiedensten Varianten. Du findest auch auf meinem Rezepteblog und in meinem Rezeptebuch viele Kochideen mit Eiern.
Eiweiß macht für Stunden satt. Eines meiner Lieblingsthemas in der Ernährung, Eiweiß. Eiweiß ist der Baustein des Lebens. Wichtig für dein Immunsystem, Haut, Haare, Fingernägel. Hormone benötigen Eiweiß, auch Serotonin, das Glückshormon. Zudem auch das Hormon Dopamin, das ist ein Motivationshormon. Der Körper benötigt Eiweiß für Reparaturen und für die Herstellung der Abwehrkräfte, also unser Immunsystem. Weniger krank sein ist doch auch ganz toll. Unsere Enzyme bestehen aus Eiweiß. Wenn Enzyme fehlen, besteht ein größeres Risiko für Unverträglichkeiten. Zum Abnehmen ist Eiweiß genial, denn es macht für Stunden satt. Eiweiße vermitteln ein Gefühl der Sättigung und zwar wesentlich stärker als Kohlenhydrate und Fette und nicht nur für den Augenblick, sondern wirklich für Stunden. Die Lieferanten vom tierischen Eiweiß sind unsere tollen Eier, Bulle, Fisch, Hüttenkäse etc. Pflanzlich kannst du es mit Hülsenfrüchten, Quinoa, Nüssen, Samen, Kartoffeln und Getreide zuführen. Unser Soja-Eiweiß-Shake hier auf dem Bild kann ich sehr empfehlen, da er mit 90 Kalorien alle Nährstoffe einer gesunden Ernährung liefert. Den Shake kann man trinken oder mit Joghurt auch als Müsli essen. Ich komme aber später noch genauer darauf zurück. Ein interessantes Beispiel aus der Natur bezüglich Eiweißversorgung. Raubtiere, die sehr viel Eiweiß essen, müssen nur alle 2-3 Tage auf die Jagd. Und die Grasfresser, die sind dafür ständig dran und mümmeln den ganzen Tag an ihrem Gras rum. Netter Effekt von Eiweiß ist, es verbannt Insulin. Daher kann man gut gegen die Zuckersucht wirken. Hast du gewusst, dass wir 2 Tanks im Körper haben, nämlich den Kohlenhydrate- und den Fettetank? Erst wenn der Kohlenhydratetank sich leert, wird der Körper anfangen, seine Fettreserven zu verbrennen und geht an seinen Fettetank. Denn der Körper ist auch etwas bequem. Der Kohlenhydratetank ist für ihn viel einfacher zu knacken. Also, empfehle ich dir, lass die Nudeln, Brötchen, Reis mal weg und ernähre dich low carb, das heißt kohlenhydratarm. Wir zwingen den Körper dadurch, sich mal am Fettdepot zu bedienen. Du wirst spüren, dass sich dein Körper verändert. Aber aufgepasst, wir wollen nicht an Muskeln abnehmen, also unbedingt die Eiweißzufuhr erhöhen. Ach ja, es heißt nicht No Carb, sondern Low Carb. Übertreiben dürfen wir es nicht, denn Kohlenhydrate braucht unser Gehirn und dafür, um Feuer zu erzeugen. Also nehmen wir Kohlenhydrate auch durch Gemüse, etwas Vollkornprodukten und wenig Obst auf. Mein Buchtipp für dich von Dr. William Davis, die Weizenwampe, ist sehr eindrücklich. Brot, Gebäck, Pizza, Pasta. Weizen ist in unserer Nahrung allgegenwärtig. Kaum jemand weiß, was für ein gesundheitsschädigender Dickmacker das goldgelbe Korn ist. Denn in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde das Getreide genetisch so verändert, dass es mit dem Urweizen nicht mehr viel gemein hat. Der neue Weizen macht fördert Diabetes sowie den Alterungsprozess, schädigt Herz und Hirn und ist schlecht für die Haut. Ach ja, vor allem das Bauchfett speichert den Weizen. Und darum nennt sich das Buch auch die Weizenwampe. Für die Umsetzung meiner Tipps habe ich dir übrigens ein geniales Konzept. Es ist das 9-Tages-Ernährungskonzept Clean 9. Es ist eine innerliche Körperreinigung. Du kannst damit gesund Gewicht verlieren. Es aktiviert deinen Stoffwechsel und du erhältst mehr Energie. Ich habe damit bereits Tausende von Kunden begeistert.
Möchtest du mehr über Ernährung wissen? Haben dir meine Tipps gefallen? Dann lade ich dich gerne in meinen Ernährungsvortrag Teil 2 ein. Ich erkläre dir dort den Unterschied von Hunger und Appetit, zeige dir die Hungerskala und was du tun kannst und vieles mehr. Lass dir meine Tipps nicht entgehen und natürlich, wann immer du Fragen hast, nicht verzagen, Marianne fragen. Tschüss!